noch. Wir sind halt echt verdammt, noch verdammt. Verdammt schnell im Moment. Am besten wäre es, wenn wir noch ein bisschen rausfliegen würden aufs Meer, bevor wir jetzt eintreten auf den Flughafen. Dann hoffen wir echt mal, dass wir eine schöne Landung heute in Bangkok hinlegen. Turn left, 105, als sieht so aus, ob er uns jetzt gleich auf die Landebahn drauf schicken will. Wir haben gleich 3000 Fuß erreicht, dann kann das Flugzeug dann schnell abbremsen. Was wir aber auch machen können, das ist auch voll cool, das kann man ja auch so hochstellen alles. Wir können auch die Speedbrakes ein bisschen rausfahren. Gucken, ob er dann langsamer wird. Ja, wir sind nämlich gerade bei fast 300 Knoten. Na, das ist auch nur minimal. Jetzt, bei so weit geht es. So, wir fliegen jetzt hier gerade übrigens raus. Auf den Golf von Siam. Und jetzt fliegen wir wahrscheinlich so weit raus, dass wir dann so passend auf die Landebahn eindrehen. So, sieht man jetzt von der Passagiersicht aus auf die Tragfläche, wie weit die Speedbrakes da draußen sind. Genau, jetzt reduzieren wir auch weiter. Jetzt sind wir auch auf 3000 Fuß, da kann er jetzt gut ja reduzieren. Aber jetzt hier, wo wir gesunken sind, so hat er die Höhe echt gut wieder hingekriegt. Also hat alles gut gepasst. Machen wir mal die Speedbrakes wieder raus, weil er reduziert ja jetzt so gut genug. Und dann können wir auch gleich die Flaps 1 machen. Und zwar jetzt, Flaps 1. Ich finde den Sound hier auch richtig gut. Hört ihr das? Ich glaube, vom Sound her soll es laut genug sein, dass ihr das hört. Mit dem wir die Flaps ausgefahren sind, hört man voll gut. So, hört sich irgendwie echt voll, irgendwie voll realistisch und so an. Voll gut für den Freeware-Add-on, finde ich. So, Flaps 2. Jetzt nochmal hier. Und wir reduzieren weiter. Ja, mal gucken, so ungefähr 160 Knoten. Innerfluggeschwindigkeit, aber wieso piept der jetzt so? Machen wir mal Gear down, mal gucken, ob es daran liegt. Wir sind jetzt eh gleich schon am Ziel, ist schon langsam Zeit dazu. Ah, Flaps 3. Ja, wahrscheinlich liegt es am Fahrwerk, sollten wir ausfahren. Ich würde sagen, 160 Knoten machen wir auch als Endenfluggeschwindigkeit und jetzt Flaps full. Ich finde es vom Sound hier richtig geil, wie das sich anhört mit dem Klappen ausfahren. Hier haben wir das übrigens auch da angezeigt, sehen wir jetzt Flaps full. Ich glaube hier Vorderklappen, genau, und die hinteren Klappen am Flugzeug. Jetzt auf full ausgefahren, der 160 Knoten ist, glaube ich, eine ganz gute Änderungsflugsgeschwindigkeit. Wir machen jetzt mal das Fenster hier zu, wir sehen nachher in der Sofortwiederholung die Landung. Normale Simulationsrate. Und ja, gucken mal, wie er uns jetzt weiter navigiert. Da haben wir die One Left, da landen wir heute. So, dann gucken wir noch, wo wir uns dann auf dem Frankfurter Flughafen, wollte ich gerade sagen, auf dem Flughafen von Bangkok hier dann auf dem Flughafen. Ah, wunderbar, die Descent auf 2000. Genau, wunderbar, so wollten wir es ja auch. Ab 2000 Fuß ist nämlich eine ganz gute Höhe, wo wir dann selbstständig per Sichtanflug dann anfliegen. So, sinken wir mit 1000 Fuß pro Minute, das heißt in einer Minute sind wir auf 2000 Fuß. Perfekt, vielen, vielen Dank Fluglots, dass uns auf 2000 Fuß runterlässt. Genau, das ist nämlich echt eine gute Höhe, um dann von dort selber per Visual Approach dann zu landen. Das ist echt gut. Ah, wunderbar. Können wir eigentlich Autobrakes irgendwie einstellen? Hier. Autobrakes 2. Dann mal so. Na, Autobrakes 2. Das sind die schon auf 2 vielleicht. Lassen wir mal so. Das ist immerhin, das ist auch nicht die stärkste Stufe, also passt es ganz gut. So, turn left und wir haben den, haben die Landebahn in Sicht. Turn left 015. Genau, das wird wahrscheinlich auch der Kurs sein, den man. 015 wird wahrscheinlich auch der Kurs sein, den man beim ILS-Anflug nimmt ungefähr. Also jetzt sollten wir genau auf die Landebahn ungefähr ausgerichtet sein. Genau, müssen wir aber gleich noch ein Stück nach rechts. Landebahn ist in sight. Okay, wir sind jetzt auf 2000 Fuß, haben die Freigabe für den Sichtanflug auf die One Left, perfekt. Also richtig geil, dass ihr uns hier noch auf 2000 Fuß runtergelassen habt, das freut mich riesig, weil sonst hätten wir auf 3000 Fuß den Sichtanflug anfangen müssen und ich finde es besser, wenn wir schon ein bisschen näher am Boden sind und ab 2000 Fuß geht schon, finde ich dann einfacher als ab 3000 Fuß, besonders wenn wir schon länger nicht mit dem Flugzeug hier geflogen sind. So, aber letztes Mal haben wir auch einen guten Sichtanflug in Dings in Skyettes hingelegt und jetzt sind wir aber auch gleich dran, Leute. Wir nähern uns nämlich immer weiter. Wir gleich noch ein bisschen nach rechts dann korrigieren. Dann wieder ein bisschen nach links und dann geht's schon runter. Dann sind wir gleich in Thailand gelandet, Leute. Nicht mehr lange, dann ist der Langstreckenflug hier nach Thailand auch schon zu Ende. Aber bis jetzt ist der echt super verlaufen. Auch hier mit dem Anflug hat alles gut geklappt. Vorher, da nach dem Start irgendwann, um die Höhe zu halten und so weiter. Das haben wir dann auch gut hingekriegt alles. Okay, und jetzt würde ich sagen, Autopilot disengaged. We have control. Nur noch Auto Thrust ist an. Achso, Altitude muss ich natürlich auch ausmachen. So. Und jetzt müssen wir runter. In Richtung Landebahn. Ein bisschen noch ausgleichen nach rechts. Heading ist auch noch an. So. Und deswegen konnte ich eben nichts kontrollieren.
Und jetzt runter müssen halt noch so ein bisschen jetzt uns ausrichten. War noch nicht perfekt ausgerichtet. Genau, und jetzt schön sinken. Wir haben nämlich schon zwei weiß, zwei rot. Das heißt, wir sollten nicht mehr weiter auf der Höhe bleiben. Okay, wir sind clear to land auf dem Flughafen von Bangkok, dem Flughafen Suvarnabhumi International Airport. Und hoffen mal, dass wir jetzt eine schöne Landung hier mit dem Airbus A380 hinlegen. Müssen dann irgendwann einen Autofrost aufmachen, passend dann Schub raus. Und dann ist das Ganze gut. Ach, guck mal hier, wie geil wir das Flugzeug schon ausgerichtet haben hier. Aber wir haben letztes Mal schon bewiesen, dass wir guten Sichteinflug machen können. Da haben wir ab 1500 Fuß mit dem Airbus A320 angefangen. Heute noch früher und jetzt sind wir schon ab 1000 Fuß. Haben das Flugzeug hier schon 1000 Fuß jetzt, also wir haben 2000 Fuß haben wir angefangen. Wir sind mittlerweile schon 1000 Fuß jetzt hier schon von Hand geflogen. Haben das hier schon richtig gut gemacht. Flugzeug schon passend ausgerichtet. Jetzt hoffen wir, dass wir eine schöne sanfte Landung dahin legen. Das wäre jetzt dann noch die Krönung. Das i-Tüpfelchen sozusagen. Dann wäre der Flug perfekt sozusagen. So, ich nehme schon mal, wähle schon mal Autofrost aus, dass wir das dann aufmachen können. So, jetzt haben wir zwei weiß, zwei rot. Weiter sinken. 700 Fuß. Hey, super hier ausgerichtet auf die Landebahn. Bisschen nochmal nach links. Ah, das sieht doch richtig gut aus, Leute. Das sieht nach einer schönen Landung aus. Also der Anflug hier klappt ja schon mal richtig gut. Nur noch das Aufsetzen super werden. Schön sanft, schön abfangen alles. So. Gleich noch 300 Fuß. Können wir jetzt als Decision Height Continue Landing. Es wird zum Minimums kommen ungefähr. Wäre jetzt hier Continue. Auto Thrust kann jetzt off. Perfekt. Guck mal hier, wie schön wir ausgerichtet sind auf die Landebahn. Geil, Leute. Haben wir echt gut hingekriegt. Schub geht raus. Und wir fangen ab. Und sind am Boden. Touchdown! Wir sind in Thailand gelandet. Wir sind angekommen. Reverse. Auto Brakes. Na, was ist jetzt los? Wieso ist hier die Landebahnmarkierung verschwunden? Auto Brakes. Ah ne, jetzt sehen wir sie da. Da ist sie. Ist noch nicht so intensiv. Da war irgendwie noch eine andere Textur gerade oben drüber irgendwie. So, wunderbar. Wir sind gelandet. Perfekt hier in Bangkok mit dem A380 gelandet, ey. Besser geht's nicht. Auto Break off und wir verlassen noch die Landebahn. Ey, das war doch mal eine richtig schöne Landung hier in Bangkok, Leute. Perfekt. Perfektement. Da haben wir eine 777 von EVA Air stehen. Wo ist denn 777, oder? Ja. Und wir rollen jetzt hier runter und ich glaube, da haben wir irgendwo dann ein passendes Gate, mit, wo auch drei Jetways sind, drei Finger. Passend halt hier für den A380. Ey Leute, das war doch mal ein richtig schöner Anflug, richtig schöne Landung. Haben wir super gemeistert und sind wir hier super angekommen. Da haben wir eine Anna. Also All Nippon Airways. So, und irgendwo da, wo die jetzt auch stehen, nur halt links da am Terminal, da rollen wir hin. Eine 787, oder? Oder eine 767, ich weiß nicht genau. Mal ein bisschen langsamer, ist gerade so schnell. Ich muss kurz versetzen, so wie der jetzt rollt, aber gut. Wir machen kurz Pause, beziehungsweise rollen gerade nicht weiter, machen sofort Wiederholung. 120 Sekunden und gucken mal, wie der Anflug war. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das Aufsetzen war. Aber hier der Anflug, wie das Aufsetzen war, genau. Aber der Anflug an sich war schon mal richtig, richtig gelungen. So, kommen wir hier runter mit dem schönen A380 von Thai Airways. Einfach ein super Flug und es war auch echt ein schöner Abschluss jetzt hier mit einer schönen Landung in Bangkok. Genau, da kommen wir runter. Alter, war der Flug gut. Und das war doch mal eine schöne Landung hier zum Abschluss. Schön passend aufgesetzt, schön reverse. Und alter Leute, was ein geiler Anflug. Wir haben es einfach drauf, wir kriegen echt die Visual Approach richtig gut hin. So, nehmen wir hier auf die Triebwerke, so. Alter Leute, wir kriegen echt die Visual Approach sowas von verdammt gut hin. Es macht so viel Spaß, das ab 2000 Fuß zu übernehmen und dann das Flugzeug bis zur Landebahn runterzubringen. Und wie gut wir das einfach hinkriegen, echt, das ist so krass. Aber wir haben auch schon so viele Flugstunden, das merkt man schon richtig, wie viel Erfahrung wir schon haben. Ist eigentlich gar nicht schlimm, dass wir jetzt hier das ILS nicht irgendwie bedienen konnten oder so. So kommen wir schön
Visual Approach Handling, ich finde es richtig cool, wie hier bei dem Freeware Addon das mit dem Wing Flex, wie die Tragfläche so bewegt, wie das hier auch animiert wurde und so alles. Richtig geil. So, noch einmal aus. Haben wir hier noch irgendwelche. Da, genau, Main Gear. Main Gear View. Ja, passend ausgerichtet und alles. So geil. So. Und so gut wie mittig, also das kann man schon mal als mittig jetzt hier gelten lassen. Schön abgefangen. Und Touchdown. Reverse, da geht das Flugzeug runter. Wir bremsen ab. Perfekt. So, und dann rollen wir doch gerade noch zum Gate und zwar irgendwo da vorne hin. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt ein 767 da von All Nippon Airways oder ist es eine 787, weiß ich gar nicht. Da links ist übrigens der Kontrollturm vom Flughafen. So, und jetzt gucken wir mal. Das war doch hier. Ich hatte nämlich vorhin mal geschaut. Ah ne, das ist ganz woanders gewesen. Halt. Falsch, falsch, falsch. Wir sind ganz falsch. Nur mal kurz versetzen. Wir müssen hier rechts rollen. Da sind die mit den drei Fingern. Ich glaube, da steht sogar eine Lufthansa-Maschine, oder? Singapore Airlines. Weiß ich nicht genau. Ich habe mich eben vertan mit dem, wo das Gate ist. Beziehungsweise ein passendes Gate mit drei Jetways halt, was ja passend für den A380 ist. Hatten wir in Frankfurt ja auch, standen wir auch an einem Gate mit drei Jetways. Hier mal vom Kontrollturm aus gesehen, wie wir lang rollen. Aber lässt sich auch super rollen, das Flugzeug. Aber was ich gar nicht, was ich jetzt total vergessen habe bei der Landung, war die Speed Brakes zu armen. Das habe ich total vergessen. Das habe ich, ja scheiße, stimmt, das habe ich total vergessen, dass die dann die Speed Brakes ausfahren, die Störklappen, aber egal, macht jetzt auch nichts. So, genau hier zu EVA Air, zu der Maschine von EVA Air rollen wir da gerade einfach auf dem Terminal zu, auf dem Gate. Ich glaube, als ich geschaut habe, habe ich irgendwie hier drüben geschaut und da irgendwie hier drüben das gesehen, das habe ich jetzt gerade mit hier verwechselt. Links einlenken. Kann noch jemand Nose Gear Cam, genau, das ist halt so eine Kamera, die halt da auch im Airbus A380 verbaut ist, wo halt die Piloten von innen das sehen können, das Nose Gear. Über die, da wo das PFD ist oder so, was denn hier ist los? Das PFD. Über das PFD sehen können, genau. Und dann. Genau, über eine Innenansicht, über das PFD. Das PFD sehen können. Also nicht über die Innenansicht. Über. Genau, über das PFD, das, no, das die Innenansicht sehen können. Alter, was ist hier los? Das Nose Gear sehen können manch. Alter, hallo? Ich weiß nicht, wo der Rollweg hier gerade ist. Also zu dem Gate, aber wir müssen irgendwo. Alter, was ist denn jetzt hier los? Wieso fliegt das jetzt immer hier irgendwo durch? So, aber jetzt hier. Genau, gucken wir uns jetzt hier noch ans Gate Echo 4. In Frankfurt sind wir in Echo 2 gestartet, jetzt hier in Echo 4. Kommen wir an. So. Da haben wir die Einweisungshilfe. Mal kurz, wie es aussieht von links, rechts. Okay, stop. Parking Position. Na hier, guck mal her. Perfekt hingestellt. Sehr schön. Dann könnten jetzt die Brücken hier andocken. Ja, Leute. Und dann lassen wir es auch hier aus der Kontrollturmsicht da unten sehen. Ah, das ist doch eine Lufthansa-Maschine. Na, ist doch gut was los. Das ist da gerade gelandet. Gerade ein A310. Weiß aber gerade nicht, welche Airline kann ich von hier nicht erkennen. Ja, Leute. Das war es aber an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier. Von unserem Flug von Frankfurt nach Bangkok. Wenn euch der Flug gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Der Link zu dem Freeware Airbus A318, wo ihr ihn downloaden könnt, werde ich unten in die Videobeschreibung packen. Und dann, ja, freue ich mich schon auf den nächsten Flug. Ich hoffe, ihr auch mal schauen, von wo nach wo wir fliegen werden. Langstrecke oder Kurzstrecke oder Mittelstrecke. Werden wir dann sehen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.